Hi, ich bin Felicia Agaye, ich studiere Amerikanistik und bin studentische Mitarbeiterin beim Hochschulforum Digitalisierung, zusammen mit Lea Bachus, die auch für unsere Studierendeninitiative Digital Changemakers mitverantwortlich ist. Beim HFD bringen wir eine breite Community rund um das Thema Digitalisierung in Studium und Lehre zusammen und haben dabei natürlich vor allem die Studis im Blick. Denn ohne Studierende als MitgestalterInnen funktioniert die Hochschulwelt von morgen nicht. Deswegen bieten wir Formate für Studis an, die es ihnen ermöglichen, ihre Interessen im Hochschuldiskurs mit einzubringen. Ein konkretes Beispiel dafür sind die Arbeitstreffen der DCMs. Lea, was sind die Digital Changemakers und was macht ihr? Also wir sind dieses Wochenende an der Universität in Bielefeld, um gemeinsam mit den Digital Changemakern über die Themen zu sprechen, die die Studierenden aktuell bewegen. Das sind zum Beispiel Themen wie KI in der Hochschulwelt oder auch VR, wozu wir zusammen mit den DCMs Minischulungen gestalten und sie weiterqualifizieren. Die DCM-Initiative rückt dabei die Studierendenperspektive in den Vordergrund. Und die DCMs als Studierende gestalten dabei aktiv eine zukunftsfähige Hochschullehre mit. Und jetzt möchten wir natürlich auch mal was von den DCMs selber hören. Was bewegt euch gerade? Mir ist besonders wichtig, dass Digitalisierung in der Lehre keine Gefahr mehr ist, sondern eine Chance. Besonders wichtig ist es mir, dass KI auch so gesehen wird, dass es chancengerecht gehandhabt wird in der Hochschullehre. Mentale Gesundheit ist mein Thema als Digital Changemaker, weil ich mich dafür einsetzen möchte, dass das Thema auf allen Hochschulebenen gemeinsam angegangen wird. Digitale Transformation gleich soziale Transformation, denn ohne digitale Teilhabe keine Chancengerechtigkeit. Ich bin Digital Changemaker, weil ich glaube, dass wir aktuell in krisenhaften Zeiten leben und wir eine Veränderung in der Bildung brauchen. Weil ich mich gegen alle möglichen Arten von Ungerechtigkeit einsetzen möchte. Weil Studierende die größte Statusgruppe sind, aber ihnen zu wenig zugehört wird. Das HFD versteht Studierende nicht einfach als AbnehmerInnen oder KundInnen von Bildung, sondern als aktive MitgestalterInnen. Sie sind ein studentisches ExpertInnen-Gremium. Sie beraten Hochschulen, sie reden auf Tagungen und sie veranstalten Diskussionsrunden. Wenn ihr Bock habt, eure Hochschule zu verändern, voranzubringen und eigene Formate zu entwickeln, dann kontaktiert uns. Wir freuen uns auf eure Ideen.